Wo? Da. Ein Elementteil. Die Stadt wurde evakuiert. Außer mir kann niemand die Wirkung des Giftes aufheben und diesen Mann retten. Denn nur ich habe den Wunderzinken, mit dem ich das Ganze wegschnüffel. Das ist quasi wie Mario Barth irgendwann vor Jahren mal erzählt hat. So, wenn du auf Klo bist bei irgendeinem Besuch oder so und du hast da so richtig schönen Haufen in die Schüssel gedonnert und merkst dann plötzlich, scheiße, die haben weder Abluft noch ein Fenster im Klo. Was machst du? Du riechst das Gas quasi, was da von deinem Hinterlassenschaften übrig ist, das riechst du einfach weg. Und das macht der hier auch so. Der schnüffelt einfach dieses Giftgas weg. Also wenn das in echt gehen würde, so im Sinne von, oh nein, wir haben Giftgas. Ich komme und hole meine Gasmaske und schnüffel es weg. Ja. Okay, irgendwas haben wir hier doch noch zu tun. Wir haben ja einen Schraubenschlüssel. Ja. Klar. Einfach ab in die Tasche damit. Zack. Damit können wir jetzt den Typen hier auftauen. So, hier. Ah, was hatte der dabei? Ein weiteres Elementteil. Der Mann steht noch immer unter dem Einfluss des Gifts. Ich muss ein Gegenmittel finden. Ja, und ich könnte auch einen Meißel gebrauchen irgendwie. Okay, was ist denn... die Embleme. Endlich leert sich mein Inventar. Ich glaube, wir sind demnächst durch mit dieser, Herz kommt nach hinten, Kreuz kommt nach da und, Pik nach vorne. Und, klar, ich dachte, da ist jetzt ein Gegenmittel drin, aber nein, da ist drin ein Arschring. Ist klar, ein Arschpiercing ist da drin. Ach, echt jetzt. Okay, gut. Dann können wir nur noch in die Kapelle, war da nicht eben... Oh, was ist denn das? Selbst Elf käme nicht in diese Spalte hinein. Nein, da kommt nur mein Genital, auch Angel genannt, rein. Das kennt sich aus mit Spalten. Oh, jetzt kann ich den Typen da aus seinem, So, hier, klonk. Ist klar. Warum den ganzen Typen befreien, wenn wir einfach nur seinen Arm... Ah, damit wir da dann wahrscheinlich irgend so ein Gegengift mit einer Spritze einmal so reinjagen können. Ja, schön, wenn ich mich total peinlich mache, wenn ich hier irgendwelche Soundeffekte versuche, die nicht funktionieren. Momentchen mal, können wir die Elementteile hier mit? Nö, die passen nicht. Aber hier gibt's doch... Hier, hä? Ah, passen die hier? Nein, die passen hier nicht. Hä? Also es gibt noch zwei Ziele. Und ich weiß nicht... Hä? Nee? Hier gibt es ja das... Hier gibt es ja nur noch den hier. Das Doktor-Ding passt da nicht, das nicht. Der Ring auch nicht. Elf! Aber da! Hier! Die Elementteile passen hier nicht. Warum denn? Warum? Uch, da sind wir schon. Ich glaube, ich brauche etwas, das die Form eines Kartensymbols hat. Ja, hier. Ah, ich bin ja auch... Das ist wieder so ein Rätsel, wo man aufgrund der Größe des Rätsels denkt, ja, nee, also hier, da muss ich wahrscheinlich irgendwie etwas in der Größe eines Baseballs brauche ich da. Aber nein, es ist ein Ring, ein winziger kleiner Ring. Okay, gucken wir mal. Setze die Teile in die Aussparungen mit den passenden Runensymbolen. Klicke anschließend in der angezeigten Reihenfolge auf die Teile, um den Aufzug zu öffnen. Hä? Hä? Hallo? Okay, der scheint also zufällig richtig zu sein. Schnee. Keine Ahnung, Schnee? Feuer? Wasser? Sonne? Hä? Also nochmal. Mit den passenden Runensymbolen. Klicke an der Reihenfolge auf die Teile. Hä? Wo sind denn hier bitte...
Also den hier konnte ich einfach so da einsetzen. Okay, der passt angeblich da. Schnee wird zu einer Wolke. Weiß nicht, ein Baum? Nö. Wasser? Nö. Sonne? Sonne? Nö. Blitz? Nö. Ich probiere einfach alles durch. Ah, genau, Erde passt. Gehört dann hier die Sonne hin? Nein. Der Regen? Der Blitz? Der Regen? Der Baum? Na? Der Käfer? Der Mensch? Feuer? Okay, gut. Irgendwie hat es gepasst. Ich weiß auch nicht, warum es gepasst hat, aber... Was? Dung, ding. So. Ein Glück, dass ich jetzt nicht noch mehr... Also, stell mal vor, da bricht irgendwie ein Feuer aus oder so und wir mussten schnell in den Fahrstuhl. Da kannst du nicht noch erst vorher so... Ah, lalalala, lalalala, ich jodel hier noch irgendwelche Melodien. Das sieht aus wie das Lager dieser bösen Agenten. So langsam komme ich der Sache auf den Grund. Der Agent hat eine Waffe. Ich sollte mich ihm nicht ungeschützt nähern. Wo ist der nächste Kondom, wenn man ihn braucht? Ich nehme einfach unseren Hund. So. Kann man hier überhaupt irgendwas an... Natürlich, klar. Zack. Endlich! Endlich etwas, was ich kann. Mal sehen, was wir suchen. Wir suchen Formeln, Wattestäbchen 5-mal, Löffel mit Medizin, ein lila Trank für Mädchen, zwei Maßbänder sogar, ein Thermometer, Tabletten, ein Verband, eine Pinzette, 5 Patronen. Da ist eine Patrone. 4 Patronen. Ausbalancierte Waage. Da ist auch noch eine Patrone. In der Tasche könnte sich etwas verstecken. So. Ach ja, und eine Pfeife suchen wir auch noch. Okay, jetzt habe ich Pulver. Was? Hä? Wir können hier unser mobiles Drogenlabor. So, mal sehen. Was haben wir hier denn noch? So. Da ist der lila Trank. Der macht stark. Und Obelix ist als Kind reingefallen. Deswegen ist er so dick. So, der Trank hat viele Kalorien. Also, dass der... Huch. Hä? Nein, ich nehme erstmal hier das Maßband. Das habe ich nämlich eben schon gesehen. Da ist irgendwas. Ein Q-Tip. Wattestäbchen, ja genau. Da ist noch ein Wattestäbchen. Da ist noch Wattestäbchen. Na, komm schon. So. Das war der Verband. Noch ein Wattestäbchen. Was sollen wir eigentlich mit dem... Ausbalancierte Waage? Formel? Ja, wir können die Tasche aufschneiden. Und da ist natürlich die Formel drin. Ja. Eine Pinzette. Ach, da ist das Gewicht für die ausbalancierte Waage. Weil wir die Waage ja nicht nehmen können, wenn sie nicht ausbalanciert ist. Das ist ja so ein eine spezielle Waage. So, da ist noch eine Patrone. Mal sehen. Was haben wir denn noch? Ein Wattestäbchen versteckt sich hier noch irgendwo. Könnte das denn sein? Da! Klar, direkt unter der Maus. Immer wenn ich frage, wo ist denn das? Ist es direkt da, wo ich nicht... Das muss eine Anleitung sein. Ja, ach nee, das habe ich ja schon. Oh, was war das denn? Eine Pfeife, du Pfeife. So, was fehlt uns denn noch? Wattestäbchen, Tabletten. Okay, gut. Ja, wo könnte dieses... Das Thermometer... Habe ich doch gleich gedacht, dass da noch was ist. Aber jetzt fehlt uns... Nein, Moment, eine Patrone fehlt uns. Ich suche die ganze Zeit wie ein Idiot nach einem Wattestäbchen. Dabei fehlt uns eine Patrone. Da. Gut gemacht. Wir haben einen Plan erhalten und schleichen uns mal wieder weg in dieses mobile Labor und dürfen hier höchstwahrscheinlich wieder ein
Okay. Die fehlenden Teile scheinen etwas mit den vier Elementen zu tun zu haben. Oh ja, wir haben zufällig noch vier Elemente. Na toll. Okay. Finde das richtige Reagenzglas. Wähle mit Hilfe der Pfeile ein Reagenzglas aus, um es in das Gerät zu stellen. Das Gerät zeigt an, wie nah du der richtigen Lösung bist. Menge, Farbe und Bodensatz müssen grün aufleuchten. Nehmen wir einfach mal das da. Okay, Farbe stimmt. Also es muss blau sein. Nehmen wir mal das. Ich gehe jetzt einfach alle blaue durch. Blau und Bodensatz stimmt. Die Menge ist nicht richtig. Okay, das heißt also, der scheidet aus, der scheidet aus. Es müsste eigentlich entweder der hier sein oder der dahinter. Ne, Bodensatz stimmt nicht. Die Menge ist richtig. Hä? Nee, Moment, das Ding hatte weniger Bodensatz als der, oder? Ich kann das irgendwie nicht erkennen. Also die Menge stimmt schon mal. Das heißt blau und halb voll. Dann muss es der hier sein. So. Was? Bodensatz stimmt immer noch nicht? Na toll, dann bleibt nur noch einer übrig. Der da muss es dann sein. Klar. Was auch sonst. Jetzt haben wir das Gegenmittel erhalten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal jeden davon kurz mal mit einem Spritzerchen. Ja. Kennt man ja aus dem Kaufhaus. Wenn man da durchgeht, so lalalala, denkt sich nichts Böses und dann auf einmal kriegt man so ein Zeug ins Gesicht gesprüht. Er scheint über den Berg zu sein. Ob er sich noch daran erinnern kann, dass er wie ein Vogel geschwebt hat? Ja, was für ein verrückter Tag. So, dann püstern wir den auch nochmal ein. Ja, ist klar, wir püstern einfach rechts neben ihn. Links neben ihn, also aus seiner Position rechts, aus unserer links. Und plopp. Hey du, wir brauchen dann noch eine Szene, wo du dich einfach nur zu Boden fallen lassen musst. Kriegst auch Geld dafür.